Hallo Captain Future Fans und Freunde der Bastelkunst. Willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Immer wieder wurde ich gefragt, wie das eigentlich funktioniert und wie so eine Figur erstellt wird. Anhand von Nurara werde ich das heute euch etwas näher erklären und auch zeigen, wie lange das Ganze dauert. Viel Spaß dabei! Damit ich nicht bei Null anfangen muss, habe ich mir eine Figur im Programm Sapphire eingescannt, damit ich mal die groben Proportionen habe. Diese Datei wurde dann ins Blender geladen. Nun beginnt der lange Prozess des Sculptens bzw. das Formen oder Kneten der Figur. Hier bietet Blender eine Reihe von Werkzeugen zum Drücken, Ziehen, Falten, Verformen und so weiter. Die Aufnahme läuft in einer hundertfachen Geschwindigkeit. Das, was ihr hier in 4 Minuten seht, ist eine Arbeit von ca. 6 Stunden. Zur besseren Veranschaulichung habe ich mir passende Screenshots aus dem Film in den Hintergrund gestellt, um den Charakter so gut wie möglich zu erstellen. Die schwarze Farbe auf dem Modell sind Maskierungen, um zu verhindern, dass in diesem Bereich etwas verändert wird. Blender ist ein Programm mit sehr vielen Möglichkeiten. Das, was ich hier mache, ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist nicht leicht, als Laie der Figur das typische Aussehen zu verleihen. Vor allem bei den Gesichtszügen komme ich schon mal an meine Grenzen. Denn schließlich soll die Figur ja mit der Vorlage aus der Zeichentrickserie eine gewisse Ähnlichkeit haben. Um die Kleidung von oben bis unten richtig wiederzugeben, muss ich im Vorfeld viele Screenshots aus dem Film erstellen, damit ich von der zu erstellenden Figur auch alle Seitenansichten habe. Auch die Größe der Figur muss ich dadurch ermitteln. Im Endeffekt werden es dann so 10 bis 20 Screenshots, die ich dafür verwende. Nachdem der Charakter erstellt ist, wird die Datei im STL-Format exportiert und in das Slicer-Programm importiert. Cura ist der Slicer, den ich nehme, da er relativ fehlerfrei meine Modelle darstellt. Hier wird nun die Statue positioniert und skaliert. Danach wird sie im ersten Schritt zum Test gesliced, um zu sehen, ob das 3D-Objekt Fehler beinhaltet, die die Slicer-Software eventuell falsch interpretiert. Slicen bedeutet, dass nun die Figur in einzelnen Schichten zerlegt wird, die der 3D-Drucker dann erstellen kann. Wenn alles soweit passt, werden die Druckparameter für Schichthöhe, Temperatur, Füllung, Wanddicke, Bodenhaftung und so weiter festgelegt. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Stützstrukturen, die der Druck benötigt, da der 3D-Drucker nicht
in der Luft drucken kann. Dies kann man automatisch erzeugen oder manuell erstellen, was meine bevorzugte Methode ist, da ich aus Erfahrung damit bessere Ergebnisse erziele und Material spare. Ist dann alles erledigt, wird das Modell gesliced und der Code auf einen USB-Stick gespeichert. Die ganze Arbeit am Slicer dauert ca. 20 bis 30 Minuten. Nun geht es zum 3D-Drucker. Dort wird der Stick eingesteckt und der Druck gestartet. Nach kurzem Aufheizen legt er dann los. Mein Drucker ist ein Artillery Sidewinder X1 mit einem Druckbereich von 300 x 300 x 400 mm. Leider kommt es beim Drucken immer mal wieder zu Fehlern verschiedener Art, wie zum Beispiel das Lösen des Drucks vom Druckbett. Wenn man dann nicht gleich zur Stelle ist, sieht das so aus. Es kann sich die Druckdüse verstopfen, die Filamentrolle verknoten, sich ein Teil der Stützstruktur lösen und so weiter. Apropos Filament, ich verwende PLA. Das ist ein biologischer Kunststoff, der zum Beispiel aus Maisstärke hergestellt wird. Ist dann der Druck, wie hier bei der Nurara-Statue, nach ca. 7 Stunden fertig, muss noch gewartet werden, bis sich das Druckbett abkühlt, damit die Figur sich lösen kann. Je nach Größe der Figur kann der Druck auch mal bis zu 12 Stunden dauern. Dann muss die Figur von der Stützstruktur befreit werden. Hier muss man sehr vorsichtig vorgehen, sonst bricht mal schnell eine Hand oder ein Arm ab. Wenn das passiert, muss das Teil wieder präzise angeklebt werden. Das Befreien der Stützstruktur dauert ca. 15 Minuten. Nun geht es zum Vorbehandeln der Figur vor dem Anmalen. Als erstes wird die Figur mit einem Füller lackiert. Somit werden Unebenheiten schon ein wenig gefüllt und beim anschließenden Schleifen sieht man sehr gut, was man bereits erledigt hat. Die Figur wird erst mit einer Körnung von 150, dann 280, darauf 400 und schlussendlich mit 800 nass geschliffen. Der ganze Vorgang dauert ca. 45 Minuten. Auch hier muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Druck aufwendet und nichts von der Figur abbricht. Danach wird sie gewaschen und entfettet. Jetzt kann das Bemalen beginnen. Hierzu verwende ich Revell oder Humbrol Ölfarben für den Modellbau. Pinsel benötige ich in verschiedenen Stärken. Obwohl ich über 50 verschiedene Farbtöne habe, muss hin und wieder doch ein spezieller Ton gemischt werden. Wenn man dann danach feststellt, dass er nicht passt, mischt man ihn halt wieder erneut und beginnt von vorn. Viele Details werden unter der Lupe gemalt, teils mit einem sehr dünnen Pinsel. Bis eine Figur bemalt ist, gehen 4 bis 6 Stunden ins Land, wobei die Trockenzeiten der einzelnen Farbschichten nicht einberechnet sind. Zum Schluss wird die Plattform der Figur gedruckt. Die ist in ca. 2,5 Stunden fertig. Danach mit Chrom lackiert und bemalt. Das Logo auf der Plattform ist der Zieloptik der Komet im Fenster der Brücke nachempfunden. Die ganze Bemalung dauert nochmal eine knappe Stunde. Nun wird die Figur noch auf die Plattform geklebt und dann ist sie, wenn man alles zusammenrechnet, nach ca. 23 Stunden fertig.
So, nun habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie lange und aufwendig es ist, so eine Figur herzustellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und verlasst mich zum nächsten Mal. Tschüss!